mit Marvin Wanicek. Traumtor. Auf der anderen Seite Marvin Wanicek. Einer der Kerntruppe beim KSC, der geblieben ist. Und das ist ein Traumtor. Nach 24 Minuten der KSC nicht spielerisch glänzend, aber dafür mit dieser ausgezeichneten Standardsituation. Unhaltbarer Schuss von Marvin Wanicek. Oh! Oh! Wanicek strahlt! Ein unfassbares Tor! Hier nochmal Itakura, der sich eigentlich gut durchsetzt, da dann stecken bleibt. Und das ist dann halt schwierig zu verteidigen, wenn Wanicek so einen Ball hat, so einen Schuss wirklich abliefert, dann kannst du nichts machen. Bitter für Schalke, sehr bitter. Mit sowas kannst du nicht rechnen. Den trifft er einmal so, aber dann halt richtig. Oliver Zappel sah diesen Angriff gegen seine Mannschaft, Föhrenbach. Und dann holt Wanicek den Hammer raus. Traumtor zum 1:0, 25. Ein Distanzschusstor von ihm, wie schon gegen Magdeburg, sein zweiter Saisontreffer. Ein Tor aus der Distanz. Torwart Ölschlägel sah nicht so richtig gut aus. Der Ball war lange unterwegs. 1:0. Die erste Halbzeit immer noch nicht vorbei, denn Karlsruhe kommt nochmal mit Marvin Wanicek. Traumtor. Was für ein wilder Nachmittag für den Angreifer. Erst den richtigen, dann den falschen und jetzt wieder den richtigen Kasten getroffen. Erster Doppelpack für Wanicek in Liga 2. Ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ein Chancenfestival mittlerweile. Die Karlsruhe mit der, ich sage, Entscheidung. Sechste Treffer in diesem Spiel und ich denke, der Deckel ist drauf. Ich sag's einfach mal und ich glaub's auch. Marvin Wanicek. Und wenn Sie nicht gerade Bielefeld-Fan sind, dann ein Tor zum Genießen. Hat viel Platz und den nutzt er aber. Überragender Abschluss. Was für eine Schusstechnik. Die Bielefelder nicht konsequent genug. Hat auch Kraft gekostet, die ganze Sache. Aber da sind sie nicht nah genug dran und einen wie Marvin Wanicek darfst du so nicht zum Schuss kommen lassen aus dieser Position.